Kommen wir jetzt zur Zusammenfassung. Was ist eine Variable? Eine Variable ist ein logischer Speicherplatz zur Speicherung von Werten, beziehungsweise zu jedem Moment zur Speicherung genau eines Wertes. Ein Ausdruck ist eine Verarbeitungsvorschrift, also in dem Sinne Rechenvorschrift, deren Ausführung einen Wert liefert. Und wir kennen bisher schon zwei Typen von Ausdrücken, das sind boolsche Ausdrücke, wo ein Wahrheitswert geliefert wird, das waren ja die Konjunktion, Disjunktion, Negation, aber auch die Vergleichsausdrücke, 4 kleiner gleich 5, das sind boolsche Ausdrücke. Wir grenzen sie ab von arithmetischen Ausdrücken, wo eine Zahl geliefert wird, 4 plus 5 oder 3 mal 6. Operatoren dienen zur Verknüpfung von Ausdrücken zu komplexeren Ausdrücken. Und ein wichtiger Operator ist der Zuweisungsoperator bzw. die Zuweisung oder Zuweisungsanweisung. Sie dient dazu, den in einer Variablen gespeicherten Wert zu überschreiben, das heißt zu ändern. Das heißt, einer Variablen einen neuen Wert zuzuordnen. Mit zwei Begriffen haben wir uns dann zum Schluss auseinandergesetzt, Gültigkeitsbereich und Lebensdauer. Der Gültigkeitsbereich einer Variablen ist der Teil eines Programms, in dem auf diese Variable zugegriffen werden kann, das heißt, sie genutzt werden kann innerhalb von Ausdrücken. Und die Lebensdauer ist die Zeitspanne, während der Speicherplatz für eine Variable reserviert ist. Also ein Begriff, der wichtig ist bezüglich der Ausführungszeit eines Programms. Diese beiden Begriffe werden wir aber später nochmal neu aufgreifen und vertiefen.